Und da ist das natürlich passiert. Einmal zu viel Risiko gegangen, einmal zu viel die Sachen eingestellt und 100 ausscheidende Spieler mit einer einzigen Trainingseinheit. War ja wieder klar. Ja, das waren 21.200 Euro, die man so auf quasi hätte verbrennen können. Ah, super. Dafür das Gute im Gegenzug. Endlich ist ein Verein gefunden für Srdjan Baljak. Wir gehen natürlich sofort mit, stellen da keine weitere Forderung. Die sollen den einfach nehmen. Ablöse für Sergej Karimov angenommen. Neues Sponsorenangebot. Neuer Gegenstand, Hintergrund verfügbar. Und kein Verein an Roland Müller interessiert. Ja, wir schauen einfach mal rein. Nochmal bei den Sponsoren. Hoch, tief. Komm, geht da noch was? Noch ein. Ach. Schade. Aber das ist ja nicht so tragisch. Wir kriegen da bestimmt noch Angebote. Deswegen schauen wir nochmal hier. Karriereoption ist, habe ich falsch draufgekommen. Ich wollte eigentlich Golf spielen. Das ist schon wesentlich besser. Und Fanartikel, Eintrittskarten, Sponsoren und Fernsehgelder sind wir derzeit über den Kalkulationen angeblich. Wobei Fernsehgelder, das werden wir noch sehen. Ich meine, da brauchen wir nur eine Saison bzw. eine Runde im DFB-Pokal nicht erreichen. Dann sind wir schon außerhalb der Kalkulation wahrscheinlich oder unterhalb der Kalkulation. Maurice Exlager. Machen wir denn mit dir? Celil Abdullah. Und Sören Brandy. Ja, Parmic. Wahrscheinlich wird er sich jetzt diese Saison so gut entwickeln, dass natürlich Bayer Leverkusen, dem, wo wir die her ausgeliehen haben, ihn mit Handkuss quasi wieder zurücknehmen. Dankeschön für die Ausbildung. Sozusagen. Deswegen versuchen wir natürlich auch Boakang Kunt ein bisschen Spielzeit zu geben, damit er auch im Gegenzug auch etwas vorankommt. Training muss auch noch ein bisschen eingestellt werden. Baljak. Ja, was haben wir denn? Baljak? Nö. Jetzt sind wir inzwischen schon wieder Teamnummer minus 11. Weil die Spiele gegen Pinneberg und Mertendorf, die erste quasi, noch nicht so gut gelaufen sind. Die Form lässt derzeit zu wünschen übrig. Hoffen wir natürlich, dass die sich jetzt noch ein bisschen angleichen wird. Es muss noch was getan werden, ganz einfach. Allen steht jetzt auch schon bald an. Dauert nur noch ein, zwei Wochen. Ich glaube nur noch... sind nur noch 11 Tage bis Allen. Da wollen wir noch die Spieler noch ein bisschen antreiben hier, speziell auf gewisse körperliche Defizite hinweisen. Damit die sich einfach robuster anstellen im Zweikampf. Zum Beispiel hier Maurice Hooligan Exlager kann da bestimmt nochmal gut oder Boden gut machen. Flammo Castrati sagen wir ebenfalls. Stürmer, die vor allen Dingen hier, die beiden sind natürlich jetzt keine richtigen Brecher im Sturm, sondern eher so Dribbelkönige oder schnelle Spieler, die müssen sich natürlich auch da gut einstellen können. Und ich habe inzwischen festgestellt, woran es gelegen haben könnte. Und man sieht, der böse Alarich hat schlicht und einfach vergessen, die Taktik einzustellen. Böse, böse, böse. Ja, ist ja auch klar, dass dann die Mannschaft keine gute Leistung bringen kann, weil der Einsatz fehlt. Weil die mit 20-30% Einsatz nur spielen. Und dann müssen sie auch mal zeigen, was da geht. Warum haben sie jetzt hier den Wolze drin? Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Flankenposition, ja, können wir so lassen. Abwehrdrittel. Ja, ungefähr so. Knapp hinter der Abwehr, beziehungsweise hinter der Mittellinie. Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder? Warum ist denn der Wolze auf defensives Mittelfeld? Da soll der doch gar nicht spielen. Kunt erstmal in Sturm, jawohl. Wer hat's verbrochen?
Der automatische Aufstellungsassistent hat es verbrochen anscheinend. Ja, die Buttons sind auch direkt übereinander angebracht. Ist natürlich dann schon, wenn man hektisch rumklickt, was natürlich auch mal vorkommt, oder kopflos rumkickt, dass man plötzlich die Aufstellung komplett durcheinander gerät. So geht das nicht. So geht das nicht. Deswegen, Parmitsch wieder rein. Ex-Lager in die Mitte als einzelner Stürmer. Gut, dann Abdullah. Machen wir dir. Burakan Kunt haben wir auch noch in der Hinterhand. Ich denke, das sieht schon eher nach dem System aus, was wir spielen wollen. Aber wir müssen natürlich hier noch ein paar Spieler wieder reinziehen. Wieder ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen, auch wenn das Genie das Chaos überblickt. Muss man natürlich auch bedenken, dass man... ja, ich bin jetzt zwar kein Genie, aber vielleicht schaffen wir es mit dem MSV, einen Geniestreich hinzubekommen, dass wir einfach aufsteigen. Das wäre jedenfalls wünschenswert. Jetzt stellen wir einfach mal kurz die ganze Mannschaft noch ein bisschen um, dass wir da auf jeden Fall nochmal die Kräfte ranbekommen, die auch nochmal Zeit bekommen sollen. Antonio da Silva hat nun eine Form von 5. Genau wie der Zvonko Pamić. Das ist es natürlich, ne? Also unsere Mannschaft hat derzeit, ja, die Langzeitverletzung darf man jetzt nicht mit reinsehen, aber auch die Standardmannschaft hat auch derzeit keine gute Leistung gezeigt. Aufgrund dessen, dass wir die Taktik einfach nicht eingestellt hatten. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir natürlich wieder fröhliches Durcheinandergewirbel hier anstellen. Ja, der Jeftic noch rein. Oder für Pamić oder Domaschewski? Gute Frage. Für das Silva, der derzeit nur eine Form von 5 hat. Ja, vielleicht das öffnet Taktik. Jetzt können wir endlich einstellen. Endlich. So, Šukalo als Spielmacher. Dann Sturmtank machen wir erstmal gar keinen. Und müssen natürlich hier auch noch die ganzen positionstreuen Tacklings, Vorstöße und eventuelle spezielle Anweisungen eingeben. Natürlich immer beachten, wen wir da haben, welche Ausrichtung wir haben möchten. Ja, hier können wir vielleicht nochmal sagen, bei Standards nach vorne, weil der Branimir Bajic ein guter Kopfballspieler ist und auch schon einige Kopfballtore erzielt hat für den MSV. Innenverteidiger. Aber warum nutze ich nicht einfach mal die vorgefertigten, also von mir vorgefertigten Einstellungen. Das könnte vielleicht helfen. Dann könnte auch das Ganze mal hier ein bisschen beschleunigen. Also ich möchte gerne auch mit den Innenverteidigern, außer jetzt hier der Bajic, darf bei Standards mal nach vorne, weil er ein guter Kopfballspieler ist. Mit den Innenverteidigern auf jeden Fall hinten bleiben. Die sollen, dürfen keine Vorstöße machen, sollen positionstreu eng sein. Genau wie die Außen. Da haben wir einfach noch nicht die individuelle Stärke, wie zum Beispiel Bayern München mit Philipp Lahm zum Beispiel oder solche Sachen, wo wir durch diese Spieler vielleicht noch oder auf den defensiven Außenstellen vielleicht noch gewisse Aggressivität entwickeln können. Da müssen wir einfach nach hinten arbeiten, das ist mir erstmal wichtiger. Hier hatte ich erstmal das Falsche eingestellt, er soll nicht defensiv, sondern aggressiv sein. Und dafür der Tanju Öztürk in die defensive Ausrichtung. Genau wie der Burkan Kunt. Der kriegt auch hier, zwar steht der M-Attack dran. Aber ist eigentlich fast dasselbe wie offensiv. Dann machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Vorstöße. Kreativität, egal. Passt soweit, denke ich. Ja. Dann Brose Brosinski. Rechtes Mittelfeld. Soll auch über die Außen gehen, Dribbling und Vorstöße. Schließen. Ja, nochmal. Brandi dasselbe. Dann nehmen wir jetzt mal das Dribbling raus. Natürlich muss unsere komplette Mannschaft eigentlich auch sich da in den individuellen Stärken nochmal verbessern. Training reinhauen.
Hier, der Flammo Castrati darf auch mal steil gehen. Sich anbieten. Schukalo weiter nach vorne Orientierung, genau wie der Burakan Kunt. Castrati, warum gehst du eigentlich nach links? Was? Ja, okay, der kann fast beide Füße gleichwertig, aber warum nicht gerade direkt auf den Torwart zu? Verstehe ich jetzt auch nicht. Kunt soll noch ein bisschen mit bis zur Mittellinie ungefähr nach hinten arbeiten. Dafür der Öztürk ein bisschen nur bis zur Mittellinie. Soll halt die Defensivarbeit übernehmen. Baljic und Hoffmann als Innenverteidiger mehr in die Innenverteidigung oder die inneren Räume dicht machen nach hinten hin. Und Berberovic und Wolze Richtung Strafraum. Ja. Machen wir hier noch was? Ich glaube, das ist es. Das sind die Laufwege, das ist unsere Taktik. Weiter geht's. Ja. Sieht gut aus. Ja, Verträge, klar. Haben wir ja schon gesehen. Laufen sehr viele aus. Burak Bayram ist da. Da ist noch der Leimbach dazugekommen. Robert Leimbach. Da haue ich dem auch noch auf jeden Fall ein Mentor rein, beziehungsweise natürlich auch ein Spielerbild, damit das auch noch angepasst ist. Wir preschen weiter nach vorne. Servette FC einigen sich auf 32.500, das ist schon mal sehr gut. Vielleicht werden wir den Bayak zumindest los. Das wäre schön. Ja, A-Jugendturnier. Können wir uns nichts leisten von. Das sind natürlich die Stars von morgen. Was mit dir, Roland Müller? Dich wollen wir da auch mal loswerden. Irgendwie kommt da nichts so zustande beim Roland Müller. Transferstatus ändern. Nochmal ein bisschen runter. Änderung übernehmen. Wahrscheinlich müssen wir den wirklich komplett Ablöse freigestalten, damit mal überhaupt sich einer meldet. Und ob der den dann nimmt, naja. Gut, Mertendorf die zweite. Los geht's. Burkan Kunt. Castrati. Komm, da geht noch was. Komm ran. Ja, immer noch übersichtlich mit 2:0, aber wenigstens haben sich die Noten wesentlichst geändert. Der Einsatz oder die Erhöhung des Einsatzes hat sich schon mal gelohnt. Und genau so müssen wir spielen. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen vor dem ersten Ligaspiel. Vor laut. Boah, jetzt kriegen sie auch noch ein 2:1. Mein Gott. Unfassbar. Naja. Jetzt wollen wir natürlich nochmal die Innenverteidigung bzw. die komplette Mannschaft ein bisschen durchwirbeln. Öztürk. André Hoffmann kann das spielen. Bajic. Kern. Ach komm. Kern rein. Dann haben wir noch Valery Domovschiski. Und Zvonko Pamic. Ja, dann machen wir lieber so, dass der Pamic auf die defensive Mittelfeldposition kommt und der Kern rutscht auf rechts zur Verteidigung. Brosinski, ja, Domischiski kann da spielen, Jeftic links und Exlager für Castrati, der mit 2,0 eine solide Leistung gezeigt hat. 3-1, 4-1, komm, geht nochmal, 5-1. Okay. Bis auf das Gegentor ist schon mal erfreulich. Benny Kern mit einer 1, Jeftic mit einer 1, Exlager mit einer 1. Als quasi will der Jeftic mir zeigen, dass er doch nicht los wird. Ah, inzwischen ist der FC Reading bei Hoffmann bei 1.000.000. Kann ja nicht sein. Aber den wollen wir immer noch nicht loswerden. Ich glaube, ich muss das mal rausnehmen, das Transfer, dass der unverkäuflich ist. Und der Hoffmann ist inzwischen schon auf Stärke 66, hat den Bajic überholt. Ja, man sieht, der Mann kann was werden, auch für die Zukunft. Und ich hoffe, dass der Mann was für die Zukunft wird, hier bei uns im Let's Play. Und hoffe ihm natürlich auch, oder wünsche ihm natürlich auch alles Gute bei Hannover 96.
Jetzt haben wir nur noch wenige Zeit und da wir die Taktik nicht eingestellt hatten, müssen wir noch mal ein bisschen nachsteuern. Okay, hier ist natürlich nur unsere Mannschaft. Unsere A-Jugend. Das mache ich zwar ungern, aber es muss sein, um nochmal Spielpraxis zu bekommen in der neuen Taktik. Damit die Jungs sich an die Taktik gewöhnen. Damit die vielleicht auch nochmal ein bisschen Form für sich erhaschen. Und hier haben wir Mertendorf zum dritten. Juhu! Ja, komm her, Mertendorf. Ab geht die Post. Und ich sag mal, wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder.